Felix-Pfeiler ist oben, hat noch einmal alles gegeben, studiert zu 56,48 Felix-Pfeiler gegen 493 und der Mann, der es jetzt in der Hand hat, die Klasse für sich zu entscheiden, das ist Norbert Hunter, der Mann am Smart, einer seines Plancha Delta in der Karre EF3, der auch Gesamt 2:49:47, damit bleibt er vor Herbert Stolz 2:51:01 und der auf dem Konto Felix Eiler 2:52. Jetzt warten wir auf den nächsten GT, warten wir auf Peter Jolanen Thierry, jemand dann auf die Fahrzeuge aus der Gruppe Silhouette, ja, der typische Silhouette-Auto, da steht die Tante, die Vorsprache aus Kirchdorf in Tirol auf dem PRC GR. Das ist der Name natürlich vom Steierpunkt TR5 heißt dieser Steierpunkt TR2. Das war das ganz starke Gerät damals mit dem Zweizylindermotor und dem Mehrzylinder. Wir nehmen Arbeit hier im Auto von Georg Pacher. Dann Mikkel ist oben mit 57,09. Ich würde mal ein bisschen ärgern über seine Fehler im ersten Bericht, dass er die Schikane verpasst hat. Aber ich würde mal sagen, besser die Schikane verpasst als ein dummes Auto. Insofern auch noch ein persönlicher Abschluss für den Dan Mikkel. Ja, wenn wir von der Tür gehen, und im Platscher Integrale dritter dann Felix Meiler. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben wieder in die Rede Fünfter von Jorgi Diani. Und mit Rick Neff, Dan Mikkel, Heinrich Lausch, Nexa Biedeberg, werden auch auf die Show kommen. Höttingi und Juliane Talani, so wäre ich dann auch noch alle, das ist gekommen. Ja, auf diesen Mann bin ich jetzt gespannt auf seine finale Netzen.
Kreisler umgeben in den letzten Wertungsaufnahmen, mit Wertungsaufnahmen beim internationalen Wertungsaufnahmen mit Haushalten. Ja, deshalb hat der ETS sehr viele Kollegen, die wir eben dabei gestartet haben, die wir mit einem der Klasse bis zu Ritter unterwegs sind. Schlussende Agnello gewinnt auf dem Mazda MX-5, genauso wie in der großen Klasse über zu Ritter, Michael Valentini im Porsche RSR. Ja, die Strecke muss eingemacht werden, das Auto von Peter Meisel, ich denke mal, wenn es zurückkehr in Richtung des Startbereiches. Und ich deute mal etwas so, dass es ein Defekt gewesen ist an der Kraftübertragung. Der Motor war ja noch am Laufen, aber ich hatte den mehrmals gewechselt, und versucht, Vortrieb zu erzielen, aber es ist ihm nicht gelungen. Das erste Fahrzeug der Rennbahn, der E2. Sie sehen, schnell und stark bei Leitung, Wertung 3, das die Strecke wieder freilegen mit 183 Grad, sie haben gute Leitung und wir geben uns auch schon bereits den Schluss der Veranstaltung, aber auch einen sehr, sehr spannenden Teil dieser Veranstaltung, das geht auf mich rum. Wer hier Tagessiege gibt, im Moment führt ihr und muss denken, wie fest Römer an gesehen abgerechnet wird im Schluss, also im Moment führt ihr. Der vierte Rekordantrieb der Europameister Simone Fagioli auf Osella auf H30 vor Joel Bull Rettungshäuser rollt zurück. Und jetzt hat es noch die Lichtschranke beim Start und Bestellung. Die muss dann irgendwie aufgestellt werden. Ja, mit offener Tür die Lichtschranke umgeschützt. Ja, und das gibt die Gelegenheit, noch Resultate nachzutragen, nämlich die Gruppe E2S hat die Klasse 30 mit dem Georg Bacher auf dem DRC TR5 und die Klasse 31 E2SH nach dem Auswahl von Rettungsmeister Edam Dieter Folin vom Bohemia Racing Team auf dem Audi A4 DTM von Klaus Hoffmann im Opel Astra DTM V8 und Bernhard Lenz von Otto Appelbrecht, beide auf BMW unterwegs.
E vai! 0-1. Ma mi sono divertito, ma...